Hey Bruder, was ist denn? Voila, guck mal nach da oben, siehst du das? Was denn? Ah ja, stimmt, ich seh's. Abonniere! Leute, ich hab Spaß an Battlefield 2042. Ja, ich weiß, wie sich das anhört, aber bevor ihr rumraged und mich beleidigt in den Kommentaren und mich nennt, dass ich keine Ahnung habe und dass 2042 das schlechteste Battlefield ist, wo es je gab, lasst mich erstmal in diesem Video klarstellen, warum ich Spaß habe. Wenn ich da draußen Battlefield 2042 spiele, dann finde ich es auf einer Seite sehr nice. Es ist aktuell das neueste Battlefield. Ich habe dafür extra viel Geld ausgegeben. Natürlich bin ich enttäuscht, wie ihr da draußen auch, dass Battlefield 2042 nicht das geliefert hat, was es versprochen hat. Trotzdem ist es das neue Battlefield. Ich habe mich drauf gefreut. Ich habe noch ein bisschen Spaß daran. Solange ich Spaß daran habe, werde ich es auch spielen. Weil ich habe einen Kommentar gelesen, man sollte aufhören, das Spiel zu spielen, um EA zu zeigen, wo der Hammer liegt. Problem Nummer 1 ist nur, ich habe jetzt nicht unnötig 1,5 Jahre gewartet auf das neue Battlefield, um dann noch 120 € auszugeben, um dann zu sagen, ich höre auf, das Spiel zu spielen. Dafür ist mein Geld mir leider zu schade. Ich habe mir einige Punkte aufgeschrieben, wo mir ziemlich gut gefallen an 2042. Ich hoffe aber sehr, dass ihr mir hier jetzt keinen Daumen nach unten gebt für dieses Video oder eure Gefühle freien Lauf lässt und mir Hate-Kommentare in die Kommentare schreibt, dass ich keine Ahnung habe. Denn ich bin ein Battlefield-News-Kanal, ich lebe davon, News zu Battlefield zu bringen, natürlich auch Content zum nächsten Battlefield zu bringen und auch dadurch, dass 2042 leider gescheitert ist, haben wir es News-Kanäle ziemlich schwer. Ich sehe es auch durch meine Aufrufe mit anderen Videos, wie zum Beispiel zu diesem Mega-Zombie-Video oder zum Escape von Tarkov News-Video. Das ist aber nicht schlimm, weil es macht mir Spaß und solange es mir Spaß macht, mache ich auch solche Videos. Auch andere Spiele mache ich mit. Trotzdem wäre es ziemlich nice, wenn ihr mir trotzdem ein Däumchen nach oben da lässt, dafür, dass ich meine Meinung vertrete und es mir auch traue. Denn viele News-Kanäle sind da draußen, die nur haten, aber auch nichts Positives erwähnen. Und man muss immer zwei Seiten sehen. Den ersten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, sind die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge gefallen mir ziemlich gut in Battlefield 2042, denn sie bieten mehr Mechaniken als davor in anderen Battlefield-Teilen. Zum Beispiel gibt es ja diesen MAV-Panzer, diesen MAV. Das ist so ein Riesen-Oschi, ich hoffe, ich kriege ihn mal ins Gameplay reingepackt. Ich liebe es. Er ist vielleicht nicht so gut als Fahrer, weil du kannst eigentlich nur fahren und nach vorne zoomen, wenn du in der Ego-Perspektive bist. Mehr kannst du nicht machen. Aber deine Passagiere dafür können richtig Machtpotenzial ausüben. Denn es gibt einmal das Frontgeschütz, wo man beispielsweise Granatenbeschuss hat und LMG, dann gibt es noch oben die 50 mm Kanone gegen Infanterie und Leichtfahrzeugabwehr und dann kann man noch zahlreiche weitere Waffen-Updates machen, wenn man mit dem Ding levelt. Zum Beispiel bin ich aktuell beim Mörser, da hat der dritte Passagier so einen Mörser, der fliegt dann nach oben und knallt dann auf den Panzer drauf und der Panzer ist nach einem Schuss weg. Richtig geil gemacht. Und der vierte kann sogar auch noch spotten, was ich extrem nice finde. Denn auch im Little Bird, wo ich in Battlefield 4 oder in 3 als Passagier drin saß, konnte man ja nicht viel machen. Man konnte immer nur gucken, wo der Helikopterpilot jetzt hinfliegt, ja, oder was er macht. Mehr konnte man nicht machen, man konnte nicht interagieren. Und in 2042 kannst du jetzt tatsächlich mit einer Kamera Leute spotten für den Piloten. Zusätzlich kannst du noch einen Umfeldscan aktivieren, dass er noch besser wahrnehmen kann, welche Bedrohung auf ihn zukommt. Ich habe eine Runde mal letztens gehabt, auf Twitch war ich mit einem Streamer zusammen in der Lobby und ich muss sagen, ich hatte extrem Spaß als Spy-Pilot. Also ich habe eigentlich nur gespottet und ich habe auch wenig Punkte dafür bekommen. Das ist richtig. Leider. Das müssen sie unbedingt noch fixen, dass da mehr Punkte für Teamplay existiert. Aber das ist genau dieser Punkt, warum ich 2042 noch spiele. Es macht mir einfach Spaß, nebenbei zu sitzen, meinem Teamkollegen zu helfen. Zum Beispiel spiele ich auch gerne den Osprey oder den Transporthelikopter von der russischen Seite, den Namen ist mir jetzt entfallen, einfach nur die Leute von A nach B zu transportieren. Hört sich hirnrissig an, ich weiß, man kriegt dafür auch überhaupt keine Punkte. Am Ende der Runde habe ich vielleicht 14 Assists und 0 Verluste und 0 Kills, aber es ist mir egal, es macht mir Spaß, mit dem Helikopter zu A zu fliegen, zu landen, die Leute rauszuschmeißen, dass sie den Punkt erobern, Helikopter wieder abzuheben, Flares rauszustoßen und weiter die nächsten Leute abholen, um sie zu den nächsten Einsatzzielen zu fliegen. Mir macht das Spaß.
Ich habe das auch schon in Battlefield 3 und 4 gemacht und dafür habe ich immer noch keine Punkte bekommen. In 3 und 4 gibt es für sowas keine Punkte, dass du Leute von A nach B transportierst, obwohl es ja ein Transporthelikopter ist. Aber das hat komischerweise noch nie jemand beschwert. Das Gun Game gefällt mir auch ziemlich gut. Man kann richtig gut aimen, man kann zum Beispiel auch relativ gut moven, man kann so leicht schlittern, wie bei Battlefield 5 auch, was zum ersten Mal neu dazugekommen ist, glaube ich. In Battlefield 1 war das noch nicht so vorhanden. Auf jeden Fall gefällt mir das auch gut, die Waffen gefallen mir auch ziemlich gut, die schießen sich gut, die Sturmgewehre fühlen sich an wie Sturmgewehre, klar könnte man hierbei noch ein bisschen den Sound anpassen, dass sich das ein bisschen wuchtiger anhört wie in Battlefield 3, ein bisschen erwachsener, aber das kann man ja alles auch auf Dauer noch ändern. Auf jeden Fall gefällt mir Gun Game richtig nice. Dann kommt ja noch zum Gun Game das Plus-System dazu. Plus-System gibt es in älteren Battlefield-Teilen nicht. Ich habe Battlefield 4 vor kurzem mal wieder gespielt und mir einen neuen Server aufgemacht. Habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen und vielleicht auch schon drauf gespielt. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, scheiße, wenn ich jetzt auf dem Schlachtfeld bin, jetzt hätte ich aber einen Rod dort gebraucht oder einen Schalldämpfer, habe ich aber nicht drauf. Ich muss mich jetzt dafür extra umbringen oder gekillt werden, dass ich dann im Menü einfach einen neuen Aufsatz drauf machen kann. Und das kann man in Battlefield 2042 richtig gut. Einfach Plus-System aktivieren und on the fly die ganzen Visiere und Attachments ändern. Nice. Ja, und das mache ich aktuell in 2042. Ich spiele so ein bisschen hin und her. Klar rege ich mich auf. Was mich am meisten enttäuscht, ist sogar nicht das Spiel an sich, sondern wie die Leute spielen. Aber das gibt's in jedem Battlefield. Die Leute spielen nicht Objective. Ich habe schon oft erlebt, dass ich einfach der Einzige bin. Ich bin reingejoint in der Runde, sehe, scheiße, das Gegnerteam hat jetzt die Oberhand. Alle Flaggen sind erobert außer einer. Ich spawne als Neuer, der jetzt vor kurzem reingejoint ist, fahre mit dem Fahrzeug einmal ringsrum von der Map und bin hinter den Gegnern und erober die Flagge und alle Leute spawnen da. Warum haben es die anderen 63 Spieler nicht geschafft, auf diese Idee zu kommen? Das ist das, was mich enttäuscht. Auch, dass mir zum Beispiel keiner wiederbelebt. Oder dass ich keine Munition bekomme oder kein Heal. Das liegt natürlich am Spezialistensystem. Muss man auch überarbeiten. Daran ist DICE und EA schuld. Aber auch die Leute könnten es ändern und die Sachen spielen. Aber sie machen es nicht. Und das ist auch dann wieder der Schuld an den Spielern und nicht nur an DICE und EA. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. DICE und EA haben auch ihre Schuld an dem Spiel, vielleicht auch der größte Teil. Aber die Spieler sind genauso schuld. Sie könnten theoretisch das schlechte Battlefield zu einem guten Battlefield machen. Zum Beispiel auch am Anfang, wenn man spawnt, wenn man im Helikopter rausgelassen wird, man hat kein Fahrzeug gekriegt, wo man nicht so schnell klippen kann oder einfach was anderes gemacht hat in dem Moment, fahren an mir Panzer vorbei, wo 3 Plätze noch frei haben, Autos, wo noch 3, 6 Plätze frei haben und fahren einfach an uns vorbei, um Hauptsache den Punkt zu erobern so schnell wie möglich. Ja, warum zum bleibst du nicht stehen und nimmst uns mit, dass wir so schnell wie möglich als Team die Flaggenpunkte erobern? Umso mehr Verbündete auf der anderen Seite der Gegnerseite ist, umso besser. Aber die Leute wollen nicht. Ja, und das sind die Punkte, die mich dann eher aufregen an 2042. Natürlich kommen dann auch die ganzen Fehler und die Bugs dazu, aber die sind nicht so schlimm, weil die werden dann halt eines Tages gefixt und in einem Jahr ist dann 2042, so wie ich hoffe, dass DICE sich auch dran hält, gefixt und man kann das Spiel wieder ansatzweise richtig spielen. Klar ist dann jetzt noch das Problem, dass die Spieler gering sind und so, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich aktuell meinen Spaß. Jetzt sind wir wieder am Ende des Videos angekommen. Ich wollte euch ein bisschen zeigen, dass ich auf jeden Fall noch Spaß habe am 2042 Battlefield. Letztens habe ich auch gepostet, dass ich S006 geworden bin und viele haben gesagt, dafür, dass du dich viel beschwerst, spielst du noch ganz schön viel und das sollte halt jetzt einfach die Antwort auf diesen Kommentar sein. Ja, und ansonsten bedanke ich mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bleibt gesund, meine Freunde. Haut rein. Ciao. Und wisst ihr, was noch Spaß macht? Das hier. Abwurf an meiner Position. Bestätigt. Fahrzeug trifft in Kürze ein. Für mehr Battlefield-Videos klick gerne hier oder da oder lass mir gerne ein Abo da, das supportet mich extrem. Danke.